In der Puppenwelt gibt es auch Kunst. Es gibt Künstler, Kunstgalerien und Gemälde. Es ist nur alles etwas kleiner. Lalilu zeigt dir, wie du ein Miniaturatelier selbst bauen kannst. Schau zu und mach es mit uns mit. Barbie war einverstanden, für Kens Bild zu posieren. Außerdem hatte er ihr gesagt, dass er nicht nur das Aussehen, sondern auch die Figur malt. Zeig es mir! Ist es fertig? Nein, nein, was redest du da? Barbies Rücken und Nacken begannen vom vielen langen Sitzen zu schmerzen. Kann ich es mir jetzt ansehen? Ja! Unser Model war eindeutig noch nicht bereit dafür. Gefällt es dir? Es sieht genauso aus wie du. Ich habe dich als aktiv, klug und geheimnisvoll wahrgenommen. Wundere dich nicht. Das ist die Art und Weise, wie große Künstler Bilder schaffen. Natürlich muss noch das ein oder andere verbessert werden. Nun war Barbie nicht mehr verärgert, sondern lachte nur noch. Aber sie hatte verstanden, was dieses Porträt wirklich besonders machte. Jeder, der schon einmal auf Leinwand gemalt hat, weiß, dass ein Künstler nicht ohne eine Staffelei auskommt. Um eine für unser Atelier herzustellen, nehmen wir hölzerne Kaffeerührstäbchen. Beginne mit den Vorderbeinen. Klebe mit Heißkleber zwei Stäbchen aneinander. Mache noch eins auf die gleiche Weise. Das dritte Bein muss kürzer und stabiler sein. Schneide ein Stäbchen ab und klebe es auf die zwei verbundenen Stäbchen, damit es stabiler wird. Verbinde die zwei Vorderbeine. Füge vorne ein Stäbchen als Ständer für die Bilder hinzu. Klebe nun das dritte Bein an und die Staffelei ist fertig. Jedes Bild würde großartig darauf aussehen. Schneide für die Leinwand ein Stück von einer dünnen Faserplatte ab. Klebe ein Blatt Papier darauf und schon kannst du mit dem Malen beginnen. Wenn du ein Stillleben malst, ist es wichtig, sich ein Layout auszudenken. Lege fließenden Stoff auf eine Schachtel. Füge eine Perle als Vase und einen Blumenzweig hinzu und was immer du noch willst. Eine andere Möglichkeit wäre, einen Puppenstuhl mit Stoff zu bespannen. Füge einen Korb mit Birnen, einen dekorativen Baumstamm und einen Korb mit Paprikas hinzu. Unser Stillleben sieht bildschön aus. Irgendwie musst du alle Bilder, die du hast, im Atelier aufbewahren. Lasst uns einen Korb für die Skizzen machen. Wickle ein breites Stoffband um eine Plastiksprühdosenkappe. Verbinde die Enden mit doppelseitigem Klebeband. Verwende eine schöne Kordel für die Griffe des Korbes. Umwickle die Kordel mit einem Faden, damit sich die Enden nach dem Durchschneiden nicht auflösen. Schneide die benötigten Stücke ab und beschneide die Kanten. Klebe die Griffe mit Heißkleber an den Korb. Rolle ein paar Blätter mit verschiedenen Bildern und Texturen zusammen und lege sie in den Korb. Jetzt werden nicht mehr überall im Studio die Bilder herumliegen. Künstler brauchen immer viel Platz für Farben. Da kann man auf einen schönen Tisch nicht verzichten. Schneide die Enden von einem hölzernen Kaffeerührstäbchen ab. Mache noch ein paar Stücke wie dieses und lege sie aneinander. Mache eine Tischplatte, indem du sie an zwei Seiten mit Stäbchen verbindest. Drehe sie um und die Befestigung ist an der Unterseite. Mache Tischbeine, indem du zwei Stäbchen über Kreuz befestigst. Klebe sie an die Tischplatte und füge an jeder Seite ein weiteres Stäbchen zur Stabilisierung hinzu. Schneide eine dünne Schicht von einem Weinkorken ab. Skizziere mit einem Bleistift eine Farbpalette. Mit einem Universalmesser wird die Palette entlang der Konturen ausgeschnitten. Steche mit einer Ahle ein Loch für den Finger hinein und entferne den Überschuss mit einem Zahnstocher. Mache aus farbigen Kappen Farbtöpfe. Schneide den Überschuss ab und gieße die Farbe der entsprechenden Farbe in jede Kappe. Haben wir etwas vergessen? Eine Farbpalette, Farben, Bleistifte, Wasser. Richtig! Gieße etwas Wasser in ein Schmuckfläschchen. Jetzt kann die Puppe die Pinsel ausspülen. Fantastisch! Die Palette sieht so echt aus. Lasst uns versuchen, etwas zu malen.
Diese Meereslandschaft ist eindeutig die kleinste, die ich je gesehen habe. Es gibt nicht genug Regale in diesem Atelier. Vor allem, wenn es sich um stilvolle Regale handelt. Klebe Kaffeerührstäbchen schräg zusammen. Nun ist der erste Ständer fertig. Mache noch einen anderen auf die gleiche Weise. Klebe Eisstiele mit der Kante daran fest. Wenn alle Regalböden angeklebt sind, befestige den anderen Ständer daran. Das ist sehr einfach, nicht wahr? Ein Regal ist wie ein Mini-Museum. Es kann eine Menge interessanter, schöner, aber nicht immer nützlicher Dinge aufnehmen. Man weiß nie, was ein Künstler heute gerne zeichnen würde. Collagen sind seit einigen Jahren in Mode. Sie zu erschaffen ist fast wie meditieren. Es macht einfach süchtig. Versuchen wir es. Nimm Notizen, verschieden gemustertes Papier, Blätter mit Löchern von einem dekorativen Locher, dekoratives Klebeband und ein Schild mit einer Aufschrift. All diese Schätze werden zufällig auf ein Stück dünne Faserplatte geklebt. Du kannst Pailletten, Glitter, kurz gesagt alles, was du willst, hinzufügen. Unsere Collage zieht die Aufmerksamkeit auf sich und sieht toll aus. Unser Kanal Lalilu empfiehlt dir dringend, immer dann, wenn du Freizeit hast, ein paar davon zu machen. Es wird dir bestimmt gefallen. Ken ist ein großer Fan der modernen Kunst. Noch ein abstraktes Gemälde? Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh Gott, ich hätte fast ein Meisterwerk verpasst. Wow, das ist so mutig und tief. Es tut mir so leid. Könntest du bitte zur Seite gehen? Ja, klar. Nun ist die Pflanze wieder da und unser verwirrter Ken dachte, dass Kunst so vielseitig ist. Lasst uns ein weiteres Bild für die Ausstellung vorbereiten. Zeichnen wir etwas Abstraktes und die Leute werden von selbst auf die Bedeutung kommen. Nun, eine Collage, ein abstraktes Bild und eine Meereslandschaft stehen bereit, um auf der Ausstellung nach neuen Besitzern zu suchen. Eine Kleinigkeit könnte ihre Chancen erhöhen. Nur ein Bild zu malen ist nicht genug. Man muss auch wissen, wie man es einrahmen kann. Miss ein Rechteck auf einem blauen Karton ab, sodass es etwas größer als das Bild ist. Schneide das Brett mit einer Schere aus. Schneide ein Stück durchsichtiges Plastik von einer alten Barbie-Packung ab. Decke die Landschaft mit dem Glas mit doppelseitigem Klebeband ab. Mache einen Rahmen aus Schaschlikspießen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du kannst sagen, dass Kunst nicht in Mode ist, aber wir werden dir beweisen, dass sie unendlich ist. Mache ein Porträt von einem antiken Kerl und rahme es mit einem Brett ein. Doodle-Kunst ist super beliebt und das ist nicht überraschend. Sowohl Kinder wie auch Erwachsene lieben sie. Male einige davon mit hellen Markern an. Und füge einen minimalistischen Rahmen hinzu. Jetzt sind alle Bilder bereit für die Ausstellung. Was für eine interessante Collage! Alle Bilder sind so unterschiedlich. Wie wähle ich nur eins aus? Wickle alle Seiten des Bildes in Sandpapier ein und binde eine Kordel darum. Und das hier wickeln wir in rotes Papier und fügen eine silberne Kordel hinzu. Nimm es, Lady! Herzlichen Glückwunsch zu deinem guten Geschäft! Sagt uns die Wahrheit. Wer will ein Atelier, um Meisterwerke zu schaffen? Schreibe uns unten in die Kommentare, was du als erstes malen würdest. Vergiss nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben und auf die Glocke zu klicken. Eine Menge interessanter DIYs warten auf unserem Kanal Lalilu auf dich.